Wir befinden uns hier in der Kunstschule in Offenburg. Wir besuchen eine Klasse von 50 plus Personen, sowohl männlich wie weiblich, die sich aktiv mit Malerei, Zeichnen und vielem mehr beschäftigen. Die Dozentin Marianne Hopf, die wir jetzt gleich befragen werden, wird uns über diese Klasse und ihre Arbeit unterrichten. Wir freuen uns auf Sie und hoffentlich ist in der Klasse was los. Hallo Marianne. Findest du es nicht auch toll, wie Personen an eine Arbeit herangehen, von denen sie eigentlich meintlich keine Ahnung hatten? Gerade hier in deiner Gruppe mit Malerei und Zeichnungen, wie findest du das von deiner Sicht? Also ich war anfangs sehr oder bin überhaupt immer noch sehr überrascht, mit welcher Neugierde, Begeisterung, welchem Enthusiasmus ihr an die Malerei rangegangen seid, mit den ganzen unterschiedlichen Techniken, die ich immer wieder eingeworfen habe, ja, Tusche, Acryl, Ölmalerei, Aquarell und so weiter, Zeichnung, Kohle. Und ihr habt eure Individualität auch ausgedrückt, eure eigene Welt mit reingebracht. Kann man sagen, dass sehr viel Kreativität und experimentelle Kunst zustande gekommen ist? Also Kreativität auf jeden Fall. Experimentelle Kunst würde ich nicht sagen, aber Experimente, ja, die euch weitergebracht haben. Und da haben wir auch einen Teilnehmer, der eigentlich keine, der war, hat zwar mit Farben zu tun gehabt, aber der in sich ja irgendwie aufgegangen ist. Ich glaube Roland hieß er. Kannst du mir über ihn etwas erzählen? Also Roland ist ein begeisterter Landschaftsmaler. Er hat eigentlich in jedem Bild versucht, seine Sehnsucht nach Weite, Dimension, Romantik in die Bilder zu bringen. Und das ist ihm auch zusehends immer besser gelungen. Hallo Roland, darf ich in deiner Arbeit kurz unterbrechen? Du gehörst zu dieser Gruppe 50 plus, mit der ich mit Marianne schon drüber gesprochen habe, die hier kreativ, malerisch tätig sind. Wie siehst du das von deiner Seite? Wie bist du da dazu gekommen? Ja, schon als kleiner Junge habe ich von Herzen gern gezeichnet und gemalt. Und als ich von der Chor das Angebot bekam, an dem Projekt Kreativwerkstatt 50 plus teilzunehmen, habe ich mich an meine Jugend zurückerinnert und sofort zugesagt. Wie ich sehe, Roland, bist du ja kräftig dabei, mit Kreide zu malen. Du hast, wie ich jetzt aus der ersten Frage herausgehört habe, bist du ja gewillt, kreativ weiter tätig zu sein. Oder wie siehst du das von deiner Sicht her? Machst du weiter oder hörst du auf? Oder wie ist deine Meinung? Ja, klar, meine Meinung. Also seit ich in diesem Kurs bin, sehe ich die Welt und die Natur mit ganz anderen Augen. Früher war ein Sonnenuntergang oder ein bewölkter Himmel normal. Heute bewundere ich, wie viel tausend Farbtöne die Natur an den Himmel malt. Du bist jetzt perspektivemäßig besser eingestellt. Du siehst die Welt mit anderen Augen. Positiv? Ja, auf jeden Fall positiv. Und ich werde auch im privaten Bereich weitermachen und versuchen, mich weiterzuentwickeln, andere Sachen mal auszuprobieren. Aber ich werde auf jeden Fall weitermachen. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Und was mir auch noch riesig Spaß gemacht hat, war unsere Gruppe, die den Film produziert hat. Aha, ich höre da jetzt ein neues Projekt heraus, einen Film gemacht. Kannst du da näher noch was dazu sagen? Ja, wir haben, das kam aus einer spontanen Idee heraus, in der alten Spinnerei einen Film gedreht. Hallo Veronika, du hattest ja mit der Kreativwerkstatt Perspektive 50 plus zu tun, von der Chor geleitet.
Was war deine Meinung über diese Gruppe und diesen Menschen, die da drin tätig waren? Ich habe diese Maßnahme, bevor sie überhaupt anfing, als eine sehr gute Maßnahme gesehen, weil ich mir sehr gut vorstellen konnte, dass erwachsene Menschen hier bei uns in der Grundschule arbeiten können, dass Menschen hier in der Grundschule arbeiten können, die in der Situation sind, im Moment nicht im Berufsleben zu stehen, weil wir die Erfahrung gemacht haben über viele Jahre, dass der Ort Atelier ein guter Arbeitsort ist, um Neues zu lernen, Neues auszuprobieren und auch neue Perspektiven auf Dinge zu entwickeln. Es gab die Bereiche Malerei, Zeichnen, Drucken, Projekte in einer ehemaligen Maschinenfabrik, aber die Idee eines Filmes gab es nicht. Soweit hatten wir gar nicht gedacht. Und es gab eine Geste von einem Teilnehmer, der, bevor wir die Halle verlassen haben, sich einer Säule zugewendet hat und diese Säule fast wie eine Frau in die Arme nahm und küsste. Und dieses Bild hatte mich so stark beeindruckt, dass ich nach einem ganz kurzen Moment ihn angesprochen habe und gefragt habe, ob er sich vorstellen könnte, daraus eine Geschichte zu machen. Und zwar keine gemalte Geschichte, sondern dass wir versuchen, etwas zu tun, was zum Beispiel ich auch noch nie gemacht hatte, nämlich einen Film zu drehen. Dieses Projekt hatte eine Anerkennung bekommen in einem Gremium, das weder sozial tätig ist, noch Menschen Mut machen musste in dem Sinne, sondern die unter dem Aspekt des Films geschaut, sagen, die Qualität war er außergewöhnlich, sind Filme interessant und dass sie es gesehen haben, dass er speziell und gut war und eine Sprache gefunden hat, eine Filmsprache, die für diese Altersgruppe auch nicht täglich auf dem Tisch liegt. Was ist die letzte Konsequenz gewesen, was dann letztendlich wirklich daraus entstanden ist? Weil du sprachst jetzt auch von Gera und Einschicken und drei verschiedene Varianten. Was war die letzte Konsequenz von der ganzen Geschichte? War natürlich nochmal eine Steigerung. Mehr wie Oscar? Das war mehr wie Oscar. Ich denke für uns alle mehr wie Oscar, weil es wurde der erste Preis. Und das war etwas ganz Besonderes und sehr Motivierendes, muss ich sagen, weil wir dadurch Mut bekommen haben, weiter zu arbeiten und einen zweiten Film anzuvisieren. Das heißt, der Erfolg ist eigentlich noch nicht abgeschlossen. Können wir davon ausgehen, dass die Gruppe in irgendeiner Art und Weise noch weiterarbeitet? Das wäre der größte Erfolg. Veronika, ich bedanke mich. Das war ja sehr fruchtbar und vor allen Dingen auf fruchtbaren Boden. Und ich hoffe, dass wir uns bei Gelegenheit wiedersehen beim nächsten Oscar. Danke dir.